Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder mit Enshrouded. Ich will wirklich nicht viel reden, wir werden heute wieder bauen und zwar werden wir meine Werkstatt umbauen, damit auch jeder NPC so sein eigenes kleines Reich bekommt. Das ist nämlich längst überfällig. Dann solltet ihr unbedingt einen Like geben, ein Abo dalassen und die kleine Glocke aktivieren. Und zu aller guter Letzt, schaut auf meinem Discord vorbei. Hier haben wir einen richtig geilen Enshrouded-Server mit richtig coolen Leuten, die richtig geil bauen können. Also wenn ihr Lust habt, da auch dabei zu sein, dann joint einfach dem Discord. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Ja, ihr seht ja hier mein Mess. Und das müssen wir auf jeden Fall dringend irgendwie beseitigen. So, ich hätte gerne die Bäuerin eigentlich irgendwo oben in der Küche. Jetzt muss ich mal ganz kurz hingucken, wie ich sie da am besten noch mit einbinden kann. Jetzt lasst mich mal ganz kurz schauen, wo ist denn mein Beschwörungsstäbchen? Ich glaube, das war mal wieder die falsche Kiste. Aber eigentlich war der doch mal hier drin. Ach, da ist er ja. Guckt mal an. Also, nehmen wir den da, gehen in the kitchen und werden ihn benutzen. So, wo haben wir sie denn? Emily Frey. Gut, und du, meine gute, ups, kannst dich doch einfach mal hier so hinstellen. Sehr schön. Und dann müssen wir natürlich auch dein entsprechendes Zeug holen. So, also, das war von ihr. Und der Kessel auch. Den muss ich aber erst leer machen. Das Ding hier, was war denn das nochmal? Ach ja, das war ja auch von ihr, genau. Und der Pflanztisch. Gucken wir mal. Also den Pflanztisch könnte man ja vielleicht noch hier so reinsetzen. Was haben wir denn dann noch? Oh mein Gott, das ist einfach schon wieder viel zu viel, was die Alte hat. So, ich meine, klar, das könnte man irgendwo hier raufsetzen, aber das sieht doch optisch irgendwie kacke aus. Also, dann würde ich das vielleicht hier so in die Ecke stellen. Und den könnte man noch dann vielleicht dahin stellen. Ich habe nur das Gefühl, er wäre irgendwie nicht gerade, aber so ist er auch schief. Also muss er ja so gerade sein. Ja, doch, ist schon gerade. Genau, dann kann der hier hin. Dann nehmen wir doch mal das kleine Blümchen und stellen es irgendwo anders hin. Ja, wo? Vielleicht dann hier oben? So schief? Ja, passt. Dann wollte ich ja hier das hinmachen. Müssen da mal gucken, ob das auch gut ausschaut. Wenn nicht, dann tue ich es halt irgendwo anders noch hin. So. Okidokili. Dann brauchen wir ihr Saatbeet. Und jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie schaut denn das aus, wenn das da jetzt da so dazwischen steht. Ach, es geht eigentlich. Es sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ich würde halt das Ding hier gerne behalten. Ja, was meint ihr denn? Sollen wir das Pflanzbeet da stehen lassen oder soll ich es hier irgendwo anders in der Küche unterbringen? Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn eigentlich hier drinnen? Wahrscheinlich, ach so, ja, jede Menge Fleisch. Das nehmen wir mal raus und heben das Ding hier auf. Jetzt ist natürlich bei dem auch wieder die Frage, wo tun wir es hin? Weil das passt halt hier eigentlich auch überhaupt nicht. Oder ich mache es tatsächlich hier so rein. Nee, ich könnte es halt nur so machen. Okay, ist jetzt auch nicht so geil, aber dann steht es zumindest nicht im Weg um. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und dann ist eigentlich, ja, die Bäuerin da, wo sie hin muss. Wisst ihr was? Mich stört dieses Ding hier einfach. Es tut mir leid. Kann ich das nicht da hinten in die Ecke packen, wo es keiner sieht? Da, hier sieht kein Mensch. Passt. Dann könnte nämlich auch das Blümchen wieder darunter. So. So gefällt es mir besser. Das Einzige, was mir tatsächlich nicht gefällt, ist mit dem Pflanzbeet. Da müssen wir uns dann noch was einfallen lassen. Jetzt schauen wir doch aber mal weiter. Wen haben wir denn noch? Also, theoretisch hat der Schreiner ja hier schon sein Reich. Ich weiß jetzt nicht, was beim Schreiner noch dazukommt.
Aber ich glaube, dass wir beim Schreiner nichts mehr haben. Sollten wir doch was haben, dann müssen wir halt hier sein kleines Kabuff noch ein bisschen weiter ausbauen. Aber im Prinzip ist der Schreiner ja hier schon untergebracht. Also der Schmied hat eine ganze Menge. Das heißt, man könnte den Raum, wo der Schmied steht, dann auch einzeln für ihn machen. Dann haben wir den Alchi. Ach ja, und die zwei Kisten. Die muss ich dann auch noch irgendwo unterbringen. Das, was ich aber gerne machen würde, mal kurz die Blöcke anzugucken. Normaler Steinblock, schicker Steinblock. Ich sag mal so, ich habe in meinem oberen jetzt nicht wirklich was äußerst Schickes. Das ist ja alles eher billiges Material. Deswegen weiß ich halt jetzt nicht, wie es ausschaut, wenn ich dann tatsächlich einen schicken Steinblock nehme. Lass mich mal ganz kurz gucken, was kostet mich denn der schicke Steinblock? Aha, Kalkstein und Holzbretter. Okay, dann weiß ich Bescheid, aber dann würde ich doch den vielleicht mal ausprobieren. Wobei mir das nicht lange reichen wird, das weiß ich jetzt schon. Haben wir noch die Stadtmauerblöcke, aber die weiß ich nicht. Oh, Ziegelfachwerkblock, das ist natürlich auch geil. Für den werde ich aber wieder Lehm brauchen. Ich glaube, ich bleibe beim schicken Steinblock. Ach so, ich sollte vielleicht meinen Bauchhammer in die Hand nehmen. Und dann möchte ich bitte... So, ich möchte ja, dass er abgetrennt ist, aber auch nicht zu abgetrennt. Ach, da muss ich mir jetzt was überlegen. Wie machen wir das denn am besten? Vielleicht machen wir das so. Ach genau, das ist der Block jetzt hat. Hey, sagt sie, hey. Schade, dass man nicht so eckig bauen kann. Also quasi, was heißt eckig, dass ich jetzt hier was hinsetzen könnte. Ich glaube, das geht, wenn ich das jetzt einzeln machen würde. So. Aber das sieht am Ende noch auch kacke aus, oder nicht? Ja, nee, das sieht doch scheiße aus. Okay, kein Thema. Jetzt bin ich halt am Überlegen. Eigentlich möchte ich ja hier nicht eine komplett hohe Wand, weil dann wird es ja wieder zu dunkel werden. Deswegen, was ist denn, wenn ich jetzt hier mal so eine Wand hinsetze? Und die muss dann natürlich auch auf die Seite. Aber das muss zuerst weg. So. Dann hat er hier so halbert sein kleines Reich. Ich meine, ich kann jetzt noch hergehen und dann mache ich das vielleicht einfach noch eins breiter. Und hatten wir nicht irgendwo so ein längliches Ding? Ja, hier. Das könnte man doch dann hier noch so hinmachen. Und dann hat man hier so einen kleinen süßen Eingang zu unserem Schmiedibus. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt hier die Wände dementsprechend auch abändern, weil sonst passt ja alles vorne und hinten nicht zusammen. So. Und ich glaube, nee, wartet mal, die sind, glaube ich, eins zu hoch. So muss es sein. Aber, nee, wartet mal, ich habe es grundlegend falsch gemacht. So, jetzt passt es wieder. Dann machen wir das jetzt so und dann passt es. Und ich habe keine Dinger mehr. Dann stellen wir uns mal welche her. So, jetzt habe ich 1100. Ich weiß nicht, wie lange mir die reichen werden. Um euch wirklich ehrlich zu sein. Aha, sieht auf jeden Fall schon mal 1000-mal besser aus. Dann brauche ich auch mal Deko und so ein Kram. Halt hier einmal und ja, komm, reiß mal das hier alles weg. Und hier nochmal rüber. Ach, jetzt ist sie auch wieder falsch gesetzt. Ich werd weich. So und so. Super. Das sieht cool aus. Ja, wie habe ich denn das gebaut? Ich glaube mit diesen hier.
Oder? Das müssen wir jetzt hier mal abreißen. Und dann einmal hier einfach lang. Cool. Ja, es sieht richtig chillig aus. Dann brauche ich natürlich die Säulen. Und was hatte ich denn hier unten? Habe ich da damit gearbeitet? Wahrscheinlich, oder? Ja, mag ich. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann müssen die natürlich jetzt dahin. Aber ich glaube, ich muss diese Dinger hier mal ganz kurz einzeln abreißen. So, und dann haben wir die noch... Ach, Quatschkopf. Dann haben wir die hier noch. Dann braucht er auch unbedingt Licht. Ohne Licht geht es nicht. Okay, und hier schaut ein halbes Fenster raus. Das heißt, ich glaube so, oder? Jawohl, ja. Machen wir das Ganze natürlich noch auf der Seite. Super duper. Schmied ist fertig. Ich glaube, dass ich den hier auch mal wegnehmen kann. Und was ich aber ganz schnell jetzt machen werde, ist einmal pennen gehen. So, der Hahn hat gekräht. Wir sind ready. Also, den Schmied oder Schmiederaum habe ich jetzt entsprechend, zumindest was die Wände betrifft, erstmal fertig. Wen haben wir denn noch alles? Wir haben den Bart. Ja, wisst ihr was? Ich würde mal sagen, dass der Bart... Ah, nee, nicht der Bart. Wie heißt denn der andere Typ? Wie heißt der andere Typ? I don't know. Ich habe es vergessen. Hier, Elden Crowley, der Sammler. Der kann ins Bad. Der kann sich hier in die Badewanne stellen, von mir aus. Der ist eh so hässlich, dass ich ihn nicht anschauen will. Okay, er darf sich da hinstellen. So, tschüss. Das ist jetzt vielleicht gemein, aber mit dem kann ich ja aktuell gerade eh noch nicht so viel anfangen. Deswegen muss der halt einfach da bleiben. So, und jetzt ein ganz großes Thema ist ja auch noch die Jägerin. Die braucht nämlich auch so ultra viel Platz hier für ihre Geräte. Ich habe den Raum abgetrennt und ich habe mehr oder weniger den Alchi abgetrennt. Jetzt ist die Frage, ob wir die Jägerin dann hier einfach lassen. Wird halt Sinn machen, weil ich ja schon eigentlich alle Werkstätten hier beisammen haben will. Na gut, dann machen wir jetzt hier mal den Alchi fertig. Oh, und das ist auch nicht leer. Blöd. Dann machen wir jetzt weiter. Mit der Alchi. So, und jetzt sind die zwei Kisten hier so drin. Das finde ich auch geil. Weil dann muss ich nicht extra noch irgendwelche Löcher machen. Und ich kann sie ja vielleicht ummodeln und einfach für den Alchi benutzen. Statt dann für sie. Das gefällt mir, die Idee. Ups, wieso kann ich jetzt hier... Ja, so muss. Aber wieso ist dann jetzt hier... Jetzt hat. Jetzt geht's. Können wir das ja gleich schon mal hier rüberziehen? Cool. Dann machen wir jetzt dasselbe, was wir beim Schmied drüben haben. Auch hier. Vielleicht werde ich da noch eine Tür einsetzen, weil sonst sieht es, glaube ich, ein bisschen doof aus. Und dann hätte ich gerne hier auch so eine Säule nach oben. Und eigentlich dann auch wieder so eine Säule auf die Seite. Ja, das mag ich, glaube ich, gerne. Sollen wir noch eins runtergehen? Ja.
Dann muss natürlich logischerweise hier noch eine hin, sonst schaut's blöd aus. Irgendwie doof, aber hat was. Nee, das passt. Dann reißen wir mal das jetzt alles ab, damit er auch schöne Fenster bekommt, beziehungsweise eine schöne Aussicht. Hallo? Weg damit, weg damit, weg damit. Und das natürlich auch. In Ordnung. Da hatten wir es, glaube ich. Ach nee, meine Phrasen. Genau so. Und für unten hatten wir, glaube ich, hier die drei. Da kommen dann wahrscheinlich auch noch Balkonkästen hin, dass es halt so richtig schön ausschaut. Jetzt brauchen wir die Säulen. Aber das ist die falsche. Ich brauche die hier. Ist das richtig? Ja, glaub schon. Natürlich noch eine auf die Seite jeweils. So, und dann hat das Ganze Hand und Fuß. Hier, guck mal, ich habe gerade gesehen, ich habe ja auch noch den Webstuhl von der Jägerin im Inventar. Das ist natürlich richtig belastend, weil der ja auch noch mal so riesig ist. Dann nehmen wir einmal den Alchemietisch und das ganze andere Zeug hier von ihm. Na komm. Hallo, wieso nimmst du es denn nicht? Ach so, weil Zeug drin ist. Okay. Jetzt ist die Frage. Ich möchte vielleicht den Alchemietisch hier hinstellen. Passt? Ah nee, möchte ich glaube ich doch nicht. Weil der nämlich zu hoch ist und dann reicht der hier so bei der Anrichte. Und eigentlich möchte ich ihn auch nicht vors Fenster stellen, weil das kacke ausschaut. Das heißt, ja, kein Plan. Vielleicht dann doch hier so in die Ecke. Okay, Leute, wir machen es so. Ich stelle den jetzt einfach erstmal daher dabei. Schaut denn das jetzt aus? Ja, gut, es geht, aber man sieht halt, dass da was steht. Dann hat der Gute sein Mörserchen. Ach ja, ich glaube, ich müsste für den auch noch irgendwas Cooles bauen. Weil so den Mörser kurz nehmen und ihn drehen. Und dann vielleicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht könnte man da ja eine Blume reinstellen. Müsste man mal schauen. Dann wäre er auf jeden Fall ein guter Deko-Zweck. Ach so, und hier ist Knochenmehl drin. Okay, jetzt können wir das aufheben. Ach ja, da habe ich ja die Glaskugel draufgestellt. Ja, stimmt. Das habe ich total vergessen, aber es hat irgendwie gepasst. Die kann man so schräg hier hin machen. Ja, okay, das sieht dann aber weird aus. So hin mach. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich die habe ich einfach mal platziert. Es hatte nicht wirklich irgendwie einen Grund oder so. Aber dann tun wir sie halt darauf dabei. Ja, okay, Leute, wenn wir für ihn dann auch noch Werkzeuge haben, dann weiß ich jetzt aktuell tatsächlich noch nicht, wie ich das am besten bauen möchte. Das überlege ich mir jetzt auf jeden Fall noch kurz. Und wo machen wir denn dann weiter? Die Badin. Die würde ich tatsächlich auch gern irgendwo anders stehen haben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sie ins Wohnzimmer stellen soll oder zu mir ins Schlafzimmer, damit sie mir immer schöne Einschlafmusik machen kann. Ich glaube, das möchte ich gerne. Wo bist denn du, Valerie? Du darfst dich dahin stellen. Cool, genau. Dann kann sie mir nämlich immer was vorsingen. Und dann haben wir ja im Prinzip eigentlich nur noch die, die mich hier die ganze Zeit anschreit, und zwar die Jägerin. Und die hat halt so übelst viel Zeug. Das Ding ist, dass halt er hier auch anders ausschaut wie die anderen. Was ja im Prinzip eigentlich jetzt gar nicht schlimm ist. Das ist sogar eigentlich cool. Dann hebt er sich ein bisschen ab. Jetzt machen wir mal kurz die beiden Wände hier weg. Und das hier dann auf jeden Fall noch schön. So. Okay, das passt natürlich jetzt mit den Kisten hier überhaupt nicht zusammen. Dann muss ich die Kisten wohl auch irgendwie umsortieren.
Ey, das ist belastend. Was habe ich denn jetzt hier alles abgerissen? Ey, geh mir nicht auf den Zeiger. Okay, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall auch ausgebaut. Wie ist es denn jetzt eigentlich mit dem Fußboden? Was könnten wir denn da für einen nehmen? Der veredelte Holzblock. Ich möchte mal ganz kurz gucken, wie der so ausschaut. Was habe ich da genommen? Habe ich die großen Platten oder die großen? Weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Passt der irgendwie dazu? Finde jetzt nicht unbedingt. Naja, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, welchen Holzfußboden ich nehmen soll. Oder generell, welchen Fußboden ihr euch wünschen würdet. Ich kann euch zeigen, was ich alles habe. Leuchtblock, Knochenblock, Bronzeblock, Burgmauer, geflochtener Wuka, bla bla bla. Also die Liste hier halt. Hey, sind eigentlich schon eine ganze Menge. Wo sind denn die alle? Die findet man doch normalerweise. Naja, da möchte ich auf jeden Fall, dass ihr mir schreibt. Du bist ein Riesentrum, weißt du das eigentlich? Und dieser Kopf hier auch. Dann haben wir die Spindel noch. Ach, da ist auch Gedöns drin. Ich glaube, dass ich meine Truhen umbauen möchte. Dass ich mir vielleicht hier rein noch einen extra Raum baue, wo ich die ganzen Truhen hinsetze. Weil ich dann die Spindel wahrscheinlich hier hinsetzen möchte. Und was ist hier passiert mit der Wand? Das muss ich noch fixen. Und alles andere dann halt auch. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, ich habe jetzt schon übelst viel Aufnahmematerial, bin aber halt, wie ihr sehen könnt, nicht wirklich weit gekommen. Frag mal für einen Freund ganz vorsichtig nach, ob ihr auch sehen möchtet, wenn ich es dekoriere oder ob ihr direkt das fertige Ergebnis sehen möchtet. Also schreibt mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es war wenigstens einigermaßen unterhaltsam. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Genießt ihn und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!